Ergebnis. Wie stellt sich das da für die Austria jetzt nach dem Schlusspfiff? Nach dem Schlusspfiff nicht gut. Erste Halbzeit müssen wir das zweite und das dritte machen. Das dritte und das vierte, sorry. Und die Geschichte ist gegessen hier. Und dann lassen wir Rapid einfach mit ein paar Fehlpässen, mit schlechten Abschlägen von mir wieder ins Spiel zurück. Und ja, dann schenkst du zwei Punkte her. Ne? Wie gut war dieser Start aus Austria Sicht? Trotz dieses Ausgleichs ist man dran geblieben, hat eigentlich seine Stärken ausgespielt. Was ist dann in der zweiten Halbzeit passiert? Ja, wie gesagt, die erste Halbzeit ist unglaublich gewesen von uns, denke ich. Also jetzt ohne irgendwas noch gesehen zu haben. Und wenn wir so auftreten über die Saison, dann spielen wir ganz oben mit. Und ja, wie gesagt, zweite Halbzeit haben wir einfach nicht mitgespielt. Wir hatten den Ball nicht und dann wird es ganz schwer. Die Enttäuschung scheint jetzt sehr, sehr groß. Was ist für die Zukunft geplant? Nein, enttäuscht bin ich nicht. Wir haben hier dann doch noch etwas mitgenommen, was fast schief gegangen wäre. Und ja, für die Zukunft sieht es aus. Punkten. Was anderes gibt es für uns im Moment nicht. Nochmal zur ersten Halbzeit, habe ich vorher richtig gehört. Champions League gegen Regionalliga war das, oder? Erste Halbzeit war es in meinen Augen Champions League gegen Regionalliga, ja. Und ja, wie gesagt, drittes, viertes und tschüss, baba. Diese letzten Minuten, beschreib die mal aus deiner Sicht. Da war doch einiges zu tun dann, oder? Ja, ich habe oft in die Sandbox da ein bisschen im Boden gehabt und den Ball nicht rausgebracht. Und ja, dann sind die leider viel zu viele Chancen gehabt und ja, zum Glück nicht getroffen. Also aufgrund dieser Minuten am Schluss dann doch glücklich dieses Unentschieden, oder? In den letzten Minuten doch glücklich, ja. Wie geht man trotzdem mit diesem Unentschieden um? Man bleibt jetzt trotzdem Siebter, man hat einen gewissen Rückstand. Das Derby wollte man trotzdem unbedingt gewinnen. Wie stellt sich das jetzt da? Wir wollen jedes Spiel gewinnen. Ja. Es geht jetzt nicht ums Derby, aber ich sage mal, wir waren schon in schlimmeren Situationen diese Saison und ja, Selbstvertrauen ist da. Wir haben gezeigt, dass wir es können und weiter geht's. Und diese letzten zwei Spiele ist doch wieder Selbstvertrauen getankt und im Derby ein Unentschieden auswärts mitzunehmen, ist doch der richtige Weg, oder? Absolut der richtige Weg. Das haben, glaube ich, jetzt alle mitbekommen, dass wir jetzt doch irgendwo wieder da sind. Dankeschön.